So. Dann mal hier hoch. Ein nach rechts, ein nach oben und dann muss ich wieder auf die Karte gucken. Also, ein rechts, ein nach oben. Ja, wahrscheinlich links, ne? Bam. Und das brennende Schwert sieht ja richtig gut aus, wollte ich gerade sagen. Ja, doch, hat was. Ja, sehr schick. So, hier wollten wir alle Lichter aufdecken, in der Hoffnung, dass irgendwo noch... Oh, ganz viele davon. Frosch? Ne, regeneriere dich erstmal. Aber ich denke jetzt schon, dass das Licht da oben sein wird, wo wir nicht rankommen. Also nur von oben irgendwie runterfallend. Außer hier ist irgendwo ein Secret. Rote Essenz kann immer mit. Zack, zack. So, ist hier vielleicht irgendwo was? Ja, Pfeile. Oh, nö. Oh, korrodierend. Das ist Säure? Okay. Okay, also grün ist Natur und Heilung und gelb ist dann wohl Acid, also Säure. Interessant dafür ein eigenes Element zu haben, aber okay. Da hoch. Hol, warte mal. Die Maya noch kurz kaputt. So. Rechts ist eine Tür. Entschuldigung, Frau Schlee. Das hatten wir letztes Mal schon. Also rechts ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Weil das welcher Schlüssel war? Schlüssel der Hallen. Und ihr haltet echt viel aus. Und ihr könnt leider steigen und ich kann euch verbrennen. Wo war Heilung? F3, F4 oder F5? Wusch. Wusch. Auch wenn F5 ganz schön weit weg ist. Tastentechnisch. So, hör mal auf zu brennen. Okay. Kein Secret. Wir können da runterfallen. Zack, 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 zack. So, keine Säure. Gut, gut. Oh, 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 oh. So. Hier könnte noch irgendwo eine Falle sein. Aber ne. Okay. Ich hätte gerne Licht. Da ist Licht. So, das hätten wir schon mal aufgedeckt. Ist hier noch irgendwas? Hm. Sehe ich mal irgendwo eine Leiter? Nö. Okay. Also müssen jetzt hier irgendwo nach Ekeln suchen. Und wir gehen weiter nach oben. Okay. Oh. Ganz viele Wettermäuse. Und neue Schlangen. Also eine neue Textur von Schlangen. Die sind bestimmt garstig. Droh. Genau. Komm her. Wer ist vergiftet? Verschließ ist vergiftet. Au. Grüne magische Essenz ist schon mal sehr gut. Können wir uns gleich wieder heilen. So, du gehst zurück. Alle, ja. Und Frosch muss weg. Dafür nehmen wir mal die Pflanze. So. Licht an. Hops. Au. Au. Oh, 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 oh. Shift 1. Ah. Das war ein Ticken zu knapp. Warum kriege ich immer noch... Ah, wir haben irgendwo was Garstiges. Vampir. Warum kann ich euch nicht wegmachen? Geht das nur auf den Boden? Ah, okay. Während man auf einer Leiter hängt, kann man keine Vampirfledermäuse von sie entfernen.
Macht absolut Sinn. So. Hoch, 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 hoch. Rüber. Die Top-Pflanze kann sie währenddessen aufladen, das ist auch gut. So, hoch, hoch, hoch. Genau. Ich glaube, ich räume hier auch nochmal auf. Also, genau deswegen, um Lebenspunkte zu saugen, Erfahrungspunkte zu machen und zu gucken, wo die Leiter hier hinführt. Die Top-Pflanze ist echt super. So, da ist schon mal eine neue Fackel. Da hinten ist eine neue Schlange. Piu. Hält sehr gut was aus. 360 Schadenspunkte. Zera. Ja. Parlez-vous français? Ich kann dich nicht verstehen. So, du verstehst Deutsch, aber nicht Französisch. Aha, hab ich dich. Was? Was meinst du? Du hast mir erzählt, dass Harnakon die gesamte Burg verzaubert hat, damit sich alle Kreaturen untereinander verständigen können. Das ist wahr. Aber ich habe mit dir in einer anderen Sprache geredet. Französisch. Und du konntest mich nicht verstehen. Ergo, der Zauber ist eine Lüge. Vielleicht beherrschst du die Sprache nicht richtig. Das war eigentlich schon ganz richtig. Was meinst du? Französisch ist für mich wie eine zweite Muttersprache. Hör gut zu. Ach du Scheiße. Salut, je suis un garçon. Je habite chez moi avec un père à ma mère. Vous étiez un mauvais Shadow. Also, hallo, ich bin Garçon. Nee, ich bin ein Junge. Ich wohne mit meinem Vater und meiner Mutter. Ich habe einen Vollschatten. Anscheinend sprichst du sie flüssig. Aber ich kann dich nicht verstehen. Das ist, weil ihr keine Kultur habt. Und noch etwas. In der Mine gab es diesen dummen, bellenden Hund. Wenn er in seiner Sprache bellte, warum habe ich ihn nicht verstanden? Du weißt schon, etwas wie, ich beiß dich, ich beiß dich. Der Zauber wirkt nicht auf Tiere. Gotcha. Und was, wenn ich etwas an die Wand schreibe und du versuchst... Und was, wenn du deinen Mund hältst? Okay, okay, ich halte den Mund. Sehr geil. Und ich musste mein 10 Jahre altes Französisch ausgraben. Geht ja gar nicht. Ja, da oben können wir nämlich runterspringen hin. Und hier sind sehr viele Orks, die den Synchrontanz aufführen. Sehr schön. Ich wusste schon immer, dass Orks für sowas prädestiniert sind. So, Licht an. Ja. Ach komm, wir sind keine Mem, wir bringen ihn jetzt einfach um. Genau, wir müssen nicht warten, bis wir den Hinterhof erschlagen können. Wir sind Helden. Mit einem brennenden Schwert und einer Top-Pflanze. Elfische Unterwäsche, das ist schon mal gut. Zack, zack, zack. Nächstes Gate. Wo führst du jetzt hin? Oben rechts sind also die... Wo zum Geier sind wir jetzt eigentlich? Bibliothek? Ja. Sieht nicht sehr bibliothekisch aus. Noch mehr Licht. Ich will hier schon wieder weitergehen. Also komm, dich erschlagen wir jetzt Hyptorix. So, dich erschlagen wir Vordorix. Und dir schießen wir ins Gesicht. Und dir schießen wir in den Rücken. Hat jeder was davon. So, Gift müsst ihr den Rest machen. Licht. Eine Münze. Sieht hier irgendwie wie ein Pfeilengang aus. Ich weiß auch nicht. Oh. 5 Münzen. Für sowas bücken wir uns noch. Na gut. Licht an. Das waren immer noch nicht alle Lichter. Da oben bei dem anderen Ort wird bestimmt noch was sein. Hier waren wir schon. Also hoch.
Hoch. Hoch. Ork töten. Ding, ding, ding. Bye, bye. Oh, wo kommt die Treppe da näher? Und wieder mal eine Tür, die wir wahrscheinlich öffnen können, wenn wir da unten in den freigeschalteten Bereich reingehen und da irgendwas drücken oder umdrehen. Also hier rum, da rum. Kurzwand testen. Nö. Da runter. Zack, 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 zack. Licht, aber kein Schlüsselloch. Trank der Geisterform. Oh, warte mal, können wir mit Geisterform durch Türen gehen? Denke ich nicht, denn das Spiel ist ja doch schon recht tunnelartig. Also man muss den Weg gehen, dann den Weg gehen, dann den Weg gehen, um überhaupt weiterzukommen. Und ich denke nicht, dass wir jetzt einfach einen Trank schlucken können und das Ganze dann umgehen. Das wäre schon komisch. Oh, ein neuer Questgeber. Aber erstmal Licht. Oh. Was zur Hölle war das? Achso, oben. Hallo, Joghurt. Sieht irgendwie komisch aus. Und ich glaube, ich hole mal den Eisjungen raus. So. Lass ihn mir schon rumstehen. Du bist ziemlich aggressiv, Kleiner. Okay. Das ist aber ein verdammt großes Feuer, oder? Alter Munskpaar schaut Morgok. Morgok? Meinst du das Feuer? Das Feuer wird Morgok genannt? Nein, Feuer hat keinen Namen. Morgok ist Dieb, der Schlüssel von alten Munskpaar gestohlen hat. Er ist Munskpaar. Und wie ist dieser Morgok? Oder wo ist dieser Morgok? Ich sehe niemanden. Morgok ist tot hinter Feuer. Ah ja, das Skelett da hinten. Ah ja. Nun sehe ich ihn. Ist es das Skelett dort? Und dieser Sack Knochen hat deinen Schlüssel? Ja. Munskpaar tötet Morgok mit schwarzer Magie. Aber Morgok mit Schlüssel hinter dem Feuer. Munskpaar kommt nicht auf die andere Seite, um Schlüssel zu holen. Munskpaar gibt große Belohnung für Schlüssel. Uff, das Feuer sieht nicht sehr nett aus. Egal. Was bietest du im Tausch an? Munskpaar hat legendären Speer. Zzz. Wie dumm er ist. Das große Feuer ist nichts weiter als ein Zauber der Illusion. Du mich auch, Zera. Zera, danke für die Info. Das wird ein Kinderspiel. Alter Mann, ich bringe dir ruckzuck den Schlüssel. Halte meine legendären Speer schon mal bereit. Ah, es ist kein... Du bist ganz schön nervig und aggressiv, blaues Ding. Geh mal weg. So. 6. Machst auch nur einen Schaden. Wenn wir dich größer machen. Oh, du fliegst durch. Okay. Wenn wir mal ganz kurz ein ganz kleines bisschen. Das ist ein sehr heißes Feuer. Ich habe nur meinen kleinen Zeh reingehalten. Dann müssen wir alle noch. Boah. Da hätte das Autosave ruhig ein bisschen netter sein können. Na gut, alle nochmal umbringen. So, tot. Piu, 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 piu. Das Geld müssen wir auch noch freischalten. So, Licht an. Kaputt, kaputt. Licht an. Diesmal räumen wir auch richtig auf, dass wir gleich unten bei dem Gate stehen. Bei der Treppe stehen. Oh, ein Dieb. Hahaha, habe ich dich. Es geht mir auch gar nicht um die Münze, es geht nur darum, die Diebe umzubringen. So. Auch wenn wir uns vielleicht doch noch nach den 4 Münzen bücken sollten, denn wir haben nur 198 gerade. Und an den Dieb komme ich nicht ran. Ja. Einmal rein, einmal raus. Lichtern. Und Lichtern. Und ganz viele Orks tackern.
Ding. 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 Und tot. Ja, okay. Ich will nicht auf den Dot warten. So, und jetzt müsste jeder der neue Reihe nach Gift abbekommen, weil sie sich immer abwechselt damit, wer vorläuft. Oder es läuft keiner vor, weil sie gar nicht eine Bedrohung sehen. Was komisch ist, denn da kommt man dauernd Pfeile angeflogen aus der Dunkelheit. Und fertig. Ja, ja. So, an. An. Ganz viele Edelsteine. Du noch an. Was war hier? Da ging es zurück und nochmal an. Braucht mir das eigentlich alles hier? Oder war das nur wegen der einen Kiste? Okay, und im Licht. Geisterform mal 2. Ich hätte Geisterform-Trank benutzen können, ich dödel. Ja, das probieren wir gleich mal aus. Also, Licht an. Dahin. Und mit dem Typen reden. Ja, 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 so. F2, F3, F3. Geistertrank. Okay. Geistertränke funktionieren nicht bei riesigen Haufen brennender Scheiße. Also nochmal. Und ich glaube, sobald ich die Orks jetzt umgebracht habe und hier alles erhält, teleportiere ich mich kurz zurück. Okay, nachdem ich das Tor da geöffnet habe, alle Lichter angemacht habe und alle Orks umgebracht habe und alle Fässer tot und überhaupt, dann teleportiere ich mich zurück. Wir sollten die Pflanzen mal kurz nach Hause schicken. So. Also dann teleportiere ich mich zurück. Speichere ab und probiere dann weiter aus mit diesem Feuerhaufen. Weil jedes Mal das hier neu zu machen ist ein bisschen nervig. Oh, du kommst mit. So, also Tor auf, rein, raus. Dich an. So, Manly Mode. Wir töten die Orks hoffentlich schnell genug. Oh, 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 oh. Oder, ich teleportiere mich jetzt. Speichere ab. Und mach's dann nochmal.